Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Und ihr wundert euch, warum ist das so dunkel bei dir? Ja, das Dunkel liegt daran, ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir haben nämlich ein Missionsziel. Wir Hope 2, ne? Gehen, das war's nicht. Wo war es denn? Story-Mission, das kriege ich nicht gewaffelt. Wir sollten eigentlich. Ja, hier. Erledige bei Nacht einen Weißwedelhirsch. Und erledige bei Nacht einen Schwarzwedelhirsch. Problem ist, ich würde es gerne für euch heller machen. Bloß das Problem ist, man kann es nicht heller stellen. Das heißt, wir laufen sozusagen heute ein bisschen im Dunkeln rum. Aber das ist halt unsere Aufgabe, ne? Und wir müssen hier die Schwarzgewedelten und die Weißgewedelten heute mal jagen. Ich muss mal kurz gucken. Das Gebiet müsste eigentlich hier sein, oder? Ich muss das immer hier so wegwedeln. Damit wir hier rankommen. Ich muss jetzt eigentlich mal rechts runter. Wind liegt gerade gut. Schwarzwedelhirsch, Weißwedelhirsch. Soll ich... Ich dachte, da fleucht irgendwas rum. Ja, die beiden soll ich heute schnappen. Das Problem ist, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich könnte zwar jetzt mit der Taschenlampe rumfuchteln, aber ich weiß nicht... Drück immer noch die falsche Taste. Zoom mal da. Wäre jetzt einfach, ne? Also, sorry, wenn ihr nichts sehen könnt. Auf dem PC-Bildschirm müsstet ihr was sehen. Auf dem Handy, wenn ihr in eine dunklen Ecke geht und die Bildschirmhelligkeit voll hochdreht, da müsstet ihr was sehen. In der Theorie. Sag ich jetzt mal so. Denke ich mir mal so. Ich hoffe, die YouTube-Kompression haut das nicht noch so raus, dass man hier gar nichts mehr sehen kann. Das wäre natürlich noch beschissener. Ich versuche auf jeden Fall mein Glück. Ich weiß, nimm doch die Pfeife mit, wenn Brumpfschrei ist. Dann kannst du die Tiere damit besser anlocken. Ja, habe ich jetzt auch dran gedacht. Eben gerade. Gut, ich habe es jetzt aber nicht mitgenommen. Das werden wir schon so hinkriegen. Ich meine, ein bisschen Rambo-Style können wir hier auch machen. War das jetzt überhaupt ein Schwarz- oder Weißwedelhirsch? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Kacke, jetzt jage ich wieder irgendwas, ne? Ah, zumindest ein Tier bei Nacht mal schießen. Kann er mal ganz kurz den hier machen? Kein Warnruf. Ich weiß nicht, ob das Tiere so wirklich stört. Weil, ich war ja auch schon mal draußen gewesen. Ja, ich gehe auch ab und zu mal raus. Und da habe ich auch schon im Wald halt Tiere angeleuchtet. Und die sind auch nicht gleich davon gestürmt. Jetzt ist der da. Der wandert schon wieder. Ich muss da versuchen, irgendwie hinzukommen. Das Problem, ich sehe nichts. Jedenfalls immer einige Fragen, wie man vor- und zurückzoomt, einfach mit dem Steuerkreuz, wenn ihr zielt. So. Das wird ein totales Unterfangen hier. Das wird richtig bekloppt. Ich sehe nichts, ihr seht nichts. Ich weiß nicht, wie man da hier arbeiten soll. Ah, Regen ist gut. Regen macht die Geräuschkulisse ein bisschen atmosphärischer. Sagt man das so? Dann hört... Ja, doch. Ich muss aber erstmal irgendwo eine Spur finden. Bei Nacht ist das gar nicht so einfach. Aber hier ist irgendwas, ne? Nee. Sah nur so aus. Ja. Ah, hier ist so ein Gebiet, wo eigentlich welche sein könnten. Jetzt mach doch nochmal einen Brumpfschrei. Mach. Mach Krawall. Ich glaube, er will nicht mehr. Der ist hin. Ich hab doch einen erwischt. Meine Augen wie Adler manchmal. 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 Nein. So. Einen habe ich erwischt. Ich flaniere mal zu ihm hin. Dann kann ich ja vielleicht... Mann, das mit dem Kreis hier. Was haben wir denn erwischt? Eine Antilope. Nee. Schwarzwedelhirsch erwischt. Ein Bär. Jetzt geht's los wieder. Den sollen wir eigentlich nicht fangen.
Aber das ist mir gerade völlig wumpe. Ich glaube, der hat's weggeschafft, oder? Ich gehe mal gucken. Wird jetzt sowieso wieder Tag. So. Fußspuren, Bär weiblich. Wir schnappen uns. War jetzt gar nicht das Ziel. Aber ihr wisst, sobald ich ein Tier sehe, ist vorbei. Da geht's drauf. Waren jetzt hier die Spuren? Müsste man die Blutspuren finden. Ich glaube, das war der, oder? Wollen wir uns kurz gucken? Nee. Ha! Erwischt. So ein Sack. Ich werd langsam besser. Ja, Teddy? Wo hat dich erwischt? Muskel, Lungenflügel rechts 99%. Wahnsinn. Ey, du siehst aber wirklich ja nichts, ne? Jetzt habe ich natürlich das ganze Gebiet hier aufgescheucht. Das kann ich jetzt knicken, dass ich irgendwie... ich glaube, Weißwedel musste ich noch machen, ne? Da können wir mal ganz kurz gucken. Übrigens, heute kam Update raus. Hat aber nur was für Multiplayer verändert. Ich habe doch ein Weißwedel geschossen. Erledige den Schwarzwedelhirsch, verwerte ihn. Erziele. Ach, mindestens Gold? Ja, leck mich. Das war Gold. Es geht schon wieder los. Sorry. Das ist jetzt aber Gold, oder? Mist. Trophäenwertung 0. Ich habe Effizienz 100, Ethikbonus 100, Verwertung in Folge 100, 99% Lungflügel. Ah, es war das falsche Tier anscheinend. Da. Was muss ich jetzt erledigen? Weißwedel, ne? Oh, der Schwarzwedel? Ein Weißwedel noch. Er hat mich schon gerufen. Er weiß schon Bescheid. Ich geh mal hier nicht durch das tiefe Gebüsch. Mal ein bisschen langsamer gehen. Das fängt echt wieder gut an, Freunde. Ich sehe nichts, aber treff wieder alles. Ich meine, du musst dir echt mal vorstellen, wenn du ein echter Jäger bist und so durch den Wald rennst und alles, was sich bewegt, machst du weg. Alles. Hast du ja gesehen, der Bär, der lag auch schnell. Vorher hatte ich mich immer so richtig angestellt beim Bär, also beim Bär erschießen. Das habe ich immer nicht wirklich hingekriegt, weil ich da immer sonst wohin geschossen habe, aber irgendwann, da hast du den Trick raus. Ich meine, gut, ich habe jetzt längere Zeit kein Video gemacht, aber ich habe privat halt das Spiel weitergespielt. Also weiter, ne? Ich habe ein bisschen rumgeballert. Und nach einer Weile hast du so den Dreh raus, wo du am besten, also bei dem Spiel direkt hinschießt. Weil manchmal ist die Hitbox komplett falsch. Also dann zielst du auf bestimmte Dinge, triffst aber was ganz anderes. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mir jetzt immer so ein paar Stellen ausgesucht, wo es immer 100, fast 100% ist. Er hat da noch einer Krach gemacht, ne? Ich brauche einen Weißwedel. Und Schwarzwedel auf Gold. Ich hab den doch aber gut geschossen eben. Bär. Warum sind hier so viele Tiere? Ich hatte vorgestern, glaube ich, eine Folge aufgenommen. Da habe ich 30 Minuten am Stück durch rumgelatscht. Es kam kein einziges Tier. Und deswegen habe ich die Folge nicht hochgeladen, weil es kacke war. Da war nichts passiert, gar nichts. Und jetzt kommen sie in Scharen. Und ihr seht nichts. Hier liegt ein bisschen Köttel.
Einmal kosten. Gerade eben. Wir folgen mal der Spur. Pass auf, jetzt komme ich zu den alten Spuren zurück. Ich bin sowieso jetzt halb im Kreis gelaufen. Hört auf, hier rumzuquietschen, die blöden Vögel. Was sind noch Spuren? Da liegt noch ein Haufen. Wenn man ab und zu kurz die Lampe anmacht, dann geht's. Geräuschkulisse. Da ist er. Das ist voll geil, Freunde, dass man das hören kann. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen bescheuert. Zu dem Dreh. Ja, ich höre da nichts. Das liegt aber auch daran, dass YouTube das echt, ja, wie soll man das sagen? Die Tonspur kommt halt nicht so geil rüber bei YouTube. Ich habe es echt versucht, schon manchmal richtig hoch einzustellen. Also zumindest, dass es auf 500 Kilobits ist. Auf also Dolby Surround oder Dolby Digital Pro Logik. Ich habe alles schon probiert. Es kommt immer nur in Stereo an. Das nervt mich hart. Also ich würde das sehr feiern, wenn YouTube diese Einstellung mal ein bisschen verbessern würde. Also in dem Sinne, dass ich den Ton besser hochladen kann. Dass der auch so bleibt und nicht immer runtergerechnet wird, weil es ja Platz spart. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber zum Beispiel, ich würde gerne Videos in dem Format VP9 hochladen. Das heißt also unkomprimiertes Google-Format. Und das übernimmt YouTube auch und dann muss es halt nicht so stark buffern. Also buffern, das heißt, weil es aber so lange lädt, das Video nicht immer hängen bleibt und so. Und das ist mit VP9 geht das alles ein bisschen schlecht, schneller. Weil die Dateien einfach nur dadurch kleiner werden. Aber leider, kein Renderprogramm unterstützt es. Danke, Google. Ich renne hier übelst mit der Taschenlampe rum. Ja, der Bär lebt noch. Ich habe den nicht so gut getroffen diesmal. Wo bist du? Da liegt er. Ja, er hat's doch erwischt. Gut, haben wir noch ein Bärchen erwischt. Langsam müsste der Schotter aber gut sitzen, oder? So, Bär war ich getroffen. 51,48. Effizienzbonus halt 0, ne? Punkte. Wie schaut's eigentlich aus? 30.000. Ich glaube, 36.000 brauchen wir für die Magnum. Also das ganz fette Gewehr. Nicht erwischt. Mist. Das war knapp, Freunde. Fast Kanickel mitgenommen. Also mit dem Kaliber, ne? Da müsste der Hase auseinanderfliegen. Ich glaube, ich habe jetzt hier... Nee, hier ist noch nichts extrem verscheucht. Hier lebt noch irgendwo was. Ich brauche einen Weißwedelhirsch. Ich glaube jetzt nicht, dass ich diese Nacht noch einen finde. Und es ist auch mal so bockenteuer, die Munition zu kaufen. Ich lade trotzdem mal nach. Weil ich die Magnum habe, die Munition dafür ist echt nicht billig. Jetzt renne ich hier wie ein Irrer durch den Wald. Fehlt eine Axt. So übelst durch den Wald rennen und alles niederkloppen. So. Warnruf. Manchmal machen die einen Warnruf und laufen in die falsche Richtung. Das habe ich auch schon gehabt. Also wir machen Warnruf, dann rennt er raus aus dem Wald und mir direkt entgegen. Da denke ich mir auch immer, was bist du da für blödes Vieh? Und ich habe hier noch nie den Kojoten gesehen. Die haben Ohren. Also ja, wir wissen, die haben Ohren. Aber wenn die loslegen, ne? Also die hören dich auf eine Quadrillion Kilometer und sind dann sofort weg. Männlich? Wir hätten jetzt weitergelaufen. Sag mal.
Ich weiß, ich trampel jetzt hier gerade rum. Aber auch so, wenn jetzt hier ganz leise... Ich war im Liegen rumgelaufen. Also im Liegen. Und das Vieh hat mich gehört. Das ist dann schon ein bisschen nervig, ne? Ich glaube, da muss man aber mit der Hasenpfeife arbeiten. Du guckst halt, wo die Gebiete von den Tieren sind. Gehst mit der Hasenpfeife da rein. Und dann funktioniert das. Da habe ich aber immer nicht die Geduld zu, ne? Da musst du ja wirklich... Sagen wir es mal so, eine halbe Stunde liegen und danach reagiert erst was. Und jetzt wird es auch noch neblig. Ich glaube nicht mehr, dass wir heute einen... In sowieso, glaube ich, ist ein Gebiet raus, oder? Nee. Ach, ich muss da oben jetzt hin. Ja, das machen wir aber nächste Folge, Freunde. Wir haben jetzt erstmal genug Schaden angerichtet, sage ich mal so. Und die nächsten Aufgaben erledigen wir in den nächsten Folgen. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mal ein da und haust rein. Mach's gut. Ciao.